So, ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Ich möchte noch mal eindeutig sagen, so ist das. Sie hauen hier rein. Ich bin total voll. Das, als wenn ich da eine ganze Flasche von diesem drogensüchtigen Penner Gorbatschow getrunken habe. Ne? Also Wodka Gorbatschow, den man in der DDR nur Gorbi doof nannte. Ne? Als wenn ich von denen da eine Flasche getrunken habe. Und es ist ganz schlimm. Sie hauen denn nur noch rein. Sie bestimmen ganz genau unseren Tagesrhythmus. Man kann uns hier sofort töten. Das ist hier kein Problem. Sie quälen uns hier. Das kann man sich nicht vorstellen. Man haut da nur rein, bis Schluss ist. Und das ist ja immer schlimmer, was ich jetzt gesagt habe und so. Und auch genau das lasse ich. Das sind alles ganz schwere psychische Sachen, die dann auftreten und so. Nur weil ich das im Kopf habe. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ganz, ganz schlimm. Und sie unterbrechen das dann mit aller Gewalt. Und genau diese Gewalt muss man ansetzen, damit sie endlich aufhören, damit sie sich zurückziehen, damit sie den DDR-Bürgern alles geben, was ihnen gehört. Weil das muss man sich doch mal vorstellen, weil wir hatten alles und so. Und da kommen welche und nehmen uns das noch weg. Und die korrupten SED-Penner, die haben das denn alles gleich, ja, und kommt her und haben das alles vorbereitet, weil sie waren doof, sie brauchten Investitionen und so. Und man nimmt denen alles weg. Das ging doch darum, dass man erst sein eigenes Eigentum wieder hat und sich da in Ruhe was aufbaut und nicht, dass da irgendwelche Westdeutsche kommen, die auch keine Ahnung haben. Diese ganze Vereinigung, die haben ich oder meine Frau und ich haben die geleitet, nichts anderes. Und man hätte sich sofort melden müssen, man hätte sagen können, oh, das können wir gar nicht. Wir sind total überfordert, weil sie dumm sind. Der Herr Kohl, das ist sagenhaft, was da abgegangen ist. Und ich glaube auch heute nicht mehr, dass er nicht genau wusste, was da passiert ist. Und diese Reaktion, diese Kohl beworfen haben und so im Osten, das wird genau von den DDR-Bürgern die erste Reaktion gewesen sein, weil ihnen wurde einfach alles genommen. Und die ganze SED, die haben vorher schon geklaut. Und die haben, das müssen Sie sich mal vorstellen, weil das haben Sie jetzt wohl schon kapiert. Wir hatten alles und wir wollten sofort richtig loslegen und ich wurde nur blockiert. Und dann hat man uns das wahrscheinlich nur vorgespielt mit den Filmen. Ich habe wahrscheinlich nie Filme gegründet, aber wie das genau abgelaufen ist, kann ich immer noch nicht sagen, aber unter Hypnose, das geht alles. Und wir hatten alles, wir wollten bloß noch unwahrscheinlich investieren, auch wenn eine Milliarde DDR-Mark nicht viel Wert hat oder so. Aber das geht ja darum, 2 Milliarden DDR-Mark wäre 1 Milliarde D-Mark geworden. Nee, das war ja nachher 1:5 der Rest, ne, Nati? Ich weiß es heute gar nicht mehr. Aber das wäre trotzdem für uns noch Gewinn gewesen, weil 5 Milliarden DDR-Mark wären dann 1 Milliarde D-Mark gewesen und so. Ich weiß nicht mehr, wie das nach einer bestimmten Summe wurde das, glaube ich, mehr, aber es ist ja auch egal. Aber das ist ja nicht das Hauptsächliche. Das Hauptsächliche sind ja unsere enormen Immobilien, die wir gekauft haben, weil wir haben beim Russen was gemacht und so und wir wollten dann zum Schluss nur noch Land haben. Und das haben wir bekommen und das durften wir in der DDR kaufen. Die wollten natürlich gerne, heute weiß ich, warum ich mein Russlandland kaufen sollte, aber das war mir ja gar nichts, weil erstmal haben wir sehr viel Land und so weiter und so fort und keine Infrastruktur und so, das war mir absolut nichts und da gab es kein Internet, keine Handys und so und Telefon und so weiter, da hatten wir keine Lust, das haben wir bis hier gemacht. Aber ich verhasse mich schon wieder. Aber genauso hat man es mit den DDR-Bürgern gemacht. Das ist ein riesiger Betrug, was hier abgelaufen ist und das andere kommt schon wieder hoch und ich möchte nicht, dass wir es wieder mitkriegen. Danke.